Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario World. Hier mit dem First Try direkt rausgekommen. Ich bin hier runtergefallen, weil ich nicht bin. Wir haben den letzten scheiß Schatz gefunden. Und damit dieses Level endlich komplettiert. Alter, Spiegelwelt, ich hasse sie. Kack-Level. Ich mag dieses Level einfach nicht, weil es so ultra kacke nervig ist. Aber ist egal, wir haben es geschafft. So. Du blödes Misty. So, du willst also sterben, dann stirb! Ja! Have a rotten day, genau. So, du suchst mir auch einen, auch wenn der 90 kostet, ist mir egal. So. Wir wollen nur noch zu unserem Ende. Und dieser Steinblock trifft mich einfach nie. Let's go. Oh, weg hier. Okay, der krasse Zauberer. Ist mir egal, der ist da drin. Du bist immer noch hier drin. Das dauert halt ein bisschen. So. Immer noch hier drin. Ah, so muss man es machen. Dann drehen wir dich doch mal direkt auf den Boden mit dem direkt auf den Boden kannst du Schmund füllen. So richtig schön voll machen. Jo, was macht er denn für... Okay, jetzt flüchtet er direkt. So. Mieses Stück. So. Ach, jetzt macht er seinen scheiß Dance. Idiot! Also ich dachte, er hat sich gerade selber gekillt. Okay. Mitte. Mitte nicht mehr. In den Boden! Boah, voll mit den Zähnen, Alter, da drin. Ist ja blöd. Ich wünschte, der würde ein Leben verlieren, wenn er da runterfällt. So, jetzt wird es Achtung noch schwieriger. Soll ich dich auch nochmal drehen? Hier, guck mal, dreh dich! Ja! Wundervoll! So, dein letztes Leben hat geschlagen. Ja, mach deinen scheiß Wirbel. Fliegst eh wieder runter.
So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ich habe keine Ahnung. Alter, war richtig. Und in den Boden gestampft. Yes. Rario time. Nice. Holy shit. Sehr gut, dass das endlich vorbei ist. Und wir kriegen ein halbes Herz. Und jetzt kommt das coolere und schwierigste Level. Und vor allem das letzte Level. Vor allem das letzte Level kommt jetzt. Und zwar die Wüste. Aber die ist halt cool. Aber halt auch... Da ist das ultimativ heftigste Minigame drin zum einen. Ich will nicht. Ich will jetzt schon nicht. So, da oben war die rote Dingsbums. Wenn wir Glück haben, können wir mit den Viechern hier... Oh, er hat mich erwischt. Als ob er einen Schaden macht. Schade, wir können nicht da hoch. Aber hier können wir hoch. Was? Komm mal her, ihr kleinen Viecher. Oh Mist. Ja, komm mal du her. Komm du mal her. Komm mal hier hin. Vielleicht komme ich ja hier hoch. Schade, wir kommen nicht da hoch. Wir kommen nicht hoch. Okay, Wüstenviecher. Ah, hier kommt wieder so ein Scheiß-Vieh. So. Okay, so kann man die also besiegen. Hier gibt's Money. Alles klar. Hoch, okay. Aber hier kommt man hoch. Ich hasse es, wenn die so scheiß... Oh Mist, da komme ich noch gar nicht hin. Wait, da hinten ist aber ein Gang. Da hinten geht's rein, seht ihr es? Lol. So, ich weiß, dass dieses Level auf jeden Fall heavy ist. Das Ding habe ich schon noch. Hier kommt doch auch wieder ein Boss, ja. Idiot. Und ciao. Danke.
Danke für deine Coins. Okay, irgendwas sagt mir, dass hier der rote Schalter ist. Ja. Sehr gut. Was bist du denn? Oh nein, diese scheiß Scherenviecher. Nee. Ciao. Ich geh ins Level. Ja. Okay. Sollten wir vielleicht noch nicht wegkicken. Nein! Ich glaube, man muss den tatsächlich einfach so kicken, ne? Ja. Das hat schon gereicht. So, du Typ. Der konterfrei Koloss vor der Leiter besteht aus drei Gesichtspartien, die jeweils Augen, Nase und Mund und einen Schwachsprung enthalten. Um ihn aus dem Weg zu räumen, musst du seinen Schwachsprung treffen und alle Blöcke zum Einstürzen bringen. Ja, das war eigentlich logisch, das Rätsel hier. Nice. Ich hoffe, da war jetzt nicht so ein Dingsbums drin. So, was ich auch nicht hoffe ist... Alles klar. Ich muss erstmal die scheiß... diese scheiß Viecher aus dem Weg räumen. Ja, die haben extra so eine komische Form, damit man die in die Wand schießen kann. Okay, irgendwo unten ist noch eine... Noch ein Secret. Ja, ich sehe es auch schon. Der große Skorpion ist ganz schön nervig, wenn er sich im Sand vergräbt. Ich kann ihn nicht ausstehen. Verwende eine Stabattacke, um ihn an der Oberfläche zu befördern. Nur mal so. Muss ich jetzt sterben? Eigentlich schon, ne? Ich kann ja nicht weitermachen. Ich glaube, so sollte es eigentlich gemacht werden, ne? Mit dieser Attacke. Ja, also die Münzen sammeln wir jetzt ganz sicher nicht ein. Die sammle ich schon. Ja, steht auch unten, das Trampolin benutzen können, aber ich weiß nicht, ob das Level dann als abgeschlossen gilt. Deswegen mache ich es lieber richtig von Anfang an, als irgendwie komisch. Problem ist, ich weiß nicht, was da unten ist. Ich glaube, da ist tot.
Kannst du bitte wieder zurück? Ja, danke. So, seht ihr? Mist. Ich wollte eigentlich den... Ich brauche zwei von denen. Okay, machen wir es halt so. Ja, okay. Wait. Geht's runter? Oh, kommt hier nicht sogar der Boss sogar nochmal aus Welt 2? Okay, das kann schon nichts Schweres sein. Das hier. Ich hoffe es zumindest. Oh, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Gut, das hat nichts gebracht. Ich würde mal sagen, verkackt. Kann ja nichts Schwieriges sein. Ich habe auch keine Ahnung, wie die das haben wollen. Ah. Vielleicht so. Ja, genau so irgendwie habe ich mir das gedacht. Reicht nicht. Oh Gott, was muss ich da machen? Ich weiß es nicht. Scheint mir sehr kompliziert zu sein, tatsächlich. So kommt man auf jeden Fall nicht dran. Wie willst du das Spiel? Was ist deine Logik dahinter? Wenn ich den nach hier kicke, wird der einfach hier hingekickt, ne? Wie willst du das haben? Wie willst du das haben? Liebesspiel. Also kein Liebesspiel, sondern... Ja, egal. Wie zum Henker. Irgendwie, dass ich mich mit auf dem stehen bleibe, während er sich bewegt. Wenn ich ein Zelda wäre, dann würde ich jetzt würde ich jetzt einen fallen Bogen rausnehmen oder eine Bombe. Dann würde ich die einfach da drauf werfen.
geht aber nicht. Okay, ich schieße den jetzt einfach mal dahin. Da passiert nicht so wirklich viel. Da passiert noch weniger und das ist scheiße. Das ist natürlich auch kacke. Wie zum Henker wollen die das? Okay, warte mal. Ich setz den jetzt nochmal dahin. So ungefähr das, was ich brauche. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich die gestapelt bekomme. Aber ich probiere es nochmal auf diese Weise, wie ich es gemacht habe. Man muss genau zielen, glaube ich. Damit die drei Blöcke da reinkommen. Ey, das ist mega schwer. Wenn ich den hier hinschieße, passiert gar nichts. Dann steht er halt einfach hier. Also will ich den hier hinschießen. Okay, was will ich jetzt den auch noch hinschießen? Ich habe keine Ahnung, es tut mir echt leid. Ich hab absolut keine Ahnung, was die gerade von mir wollen. Den kann ich auch nicht mehr bewegen. Wow. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich werde das auf Screen nachgucken und also wenn ich überhaupt was finde, weil letztes Mal haben wir nichts gefunden zu irgendwas.
Ja, bis dahin. Haut rein. Und tschüss.